In sehr kurzer Zeit hat Jerome Powell und die Fed eine sehr weite Strecke zurückgelegt. Erinnern wir uns, Dezember 2018, Zinsanhebung, dann die Aussage von Jerome Powell, die Bilanzreduzierung sei auf Autopilot, die Märkte abgestürzt im Dezember, dann im Januar 2019 erstmal den Autopilot kassiert von Jerome Powell, die Märkte nach oben, dann im Sommer einen sogenannten Mid-Cycle Adjustment Cut, also praktisch eine Zinssenkung mitten im Aufschwungzyklus angeblich. Dann im September hatten wir eine sogenannte Insurance Cut, einen Versicherungszinssenkungsschritt. Und jetzt sind wir plötzlich in der Situation, dass die Fed nicht nur den Banken permanent Liquidität zuführt durch sogenannte POMO, Permanent Open Market Operations, wie die Amerikaner dazu sagen, das ist das eine, aber vor allem eben auch Treasury Bills kauft, also kurzlaufende US-Staatsanleihen. Und wenn man sich mal den Kalender der Staatsanleiheemissionen in den USA anschaut, dann sieht man, es werden immer mehr kürzer laufende Staatsanleihen und diese kauft faktisch die Fed von den amerikanischen Banken ab, finanziert damit, und das kann man, glaube ich, so sagen, faktisch die Ausgabenpolitik der Trump-Regierung, die derzeit ja eher parabolisch ist, dagegen sind die Aktiencharts ja fast schon bärisch. Hier sehen wir die Verschuldung der USA. Hier ist Trump an die Macht gekommen, November 2016. Da ging es zunächst mal seitwärts, aber dann ist es sehr schnell nach oben gegangen mit einer jetzt sehr intensiven Steigerung, vor allem August und September in den USA. Da wurde nochmal richtig schön Gas gegeben. Das Ganze wird so weitergehen. Das Ganze wird eben auch finanziert durch diese kurzlaufenden US-Staatsanleihen. Was bedeutet das alles? Das bedeutet zunächst mal, dass wir hier Folgendes sehen, die Zinskurve versteilt sich. Wir sehen, dass die länger laufenden Anleiherenditen etwa in den USA steigen, die übergeordnet steigen. Wir sind jetzt bei 1,75 bei der Prozente bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe, während tendenziell die kürzer laufenden Anleihen wie hier die 3-monatige Anleihe fällt. Warum fällt da die Rendite tendenziell? Weil es eben so ist, dass mit der Fed ein Nachfrager für diese kurzlaufenden Anleihen ist. Und wenn ein so dicker Nachfrager, ein so dicker Wahl nachfragt nach einem Produkt, dann ist da sehr, sehr viel Nachfrage. Und das bedeutet, dass die Renditen eben fallen. Das wiederum zieht nach sich, dass sich die Zinskurve versteigt. Wir sehen, dass wir jetzt nicht mehr invertiert sind. Die dreimonatige US-Staatsanleihe bei 1,66%, die 10-jährige bei 1,75%. Wir waren ja monatelang invertiert, das heißt, die 10-jährige Staatsanleihe rentierte weniger als die 3-monatige. Für die Banken war das eher ungünstig. Jetzt versteilt sich damit die Zinskurve, das ist das eine. Und auf der anderen Seite profitiert eben die Trump-Regierung. Und was passiert, wenn die Zinskurve sich versteilt? Dann profitieren die Banken. Und genau das ist jetzt der Prozess, den wir erleben dürfen. Ich bin ja normalerweise sehr konservativ und sehr zurückhaltend, was Prognosen für Sektoren betrifft. Nur meines Erachtens werden wir in nächster Zeit eher steigende Bankaktien sehen. Und die sind ja bisher ziemlich mies gelaufen in letzter Zeit. Das ist ja sozusagen mit den fallenden Renditen, mit der invertierten Zinskurve nicht gerade eine Freude gewesen, wenn man Aktionär von US-Banken war, geschweige denn von europäischen. Jedenfalls ist das wohl jetzt der neueste Schrei, den die Wall Street bald entdecken wird, dass man sich sagt, die Zinskurve versteilt sich, ist ja hübsch. Dementsprechend kaufen wir jetzt Bankaktien, denn die sind nicht gut gelaufen, und verkaufen das, was bisher sehr gut gelaufen ist. Und das sind Tech-Aktien, richtig. Das könnte sozusagen jetzt das neue Motto sein. Die Fed hat jetzt eben begonnen mit diesen T-Bill Purchases. Die waren heute vierfach überzeichnet. Also das gibt eine immense Nachfrage nach diesen Auktionen der Fed. Wir sehen, dass hier die Fed 75 Milliarden Dollar wieder in den Markt gepumpt hat. Und wir sehen auch, dass der Aktienmarkt dann, als die ganze Geschichte begann, gestiegen ist. Und als die ganze Geschichte dann endete mit diesem POMO, also dieser Permanent Open Market Operations, dann war es auch wieder vorbei mit lustig. Das ist also sozusagen das Motto, mit dem wir es jetzt zu tun haben. Schauen wir uns mal aber trotzdem an, dass hier diese Zinsraten, hier die sogenannte Overnight General Collateral Repo Rate, Collateral sind Sicherheiten, das sind eben diese Staatsanleihen, die man da hinterlegt, sind wir trotzdem wieder deutlich nach oben geschossen über die sogenannte Federal Funds Rate, also über den Leitzins. Das heißt, wir sehen nach wie vor Stresssymptome, und das, obwohl die Fed unglaubliche Mengen hier in die Märkte pumpt. Das ist praktisch jetzt die Ansage der Fed: Wir retten die Banken
Vor was genau weiß man noch nicht, aber irgendwie scheint es da Schwierigkeiten zu geben. Wir haben heute ja gesehen die US-Einzelhandelsumsätze, genau. Und da war es ja so, dass wir hier einen erschreckenden Rückgang geradezu hatten. Damit hatte keiner gerechnet. Und wir sehen vor allem, dass selbst die Online-Umsätze gefallen sind. Das ist ganz selten passiert. Wir haben das erste Mal jetzt seit Februar, dass insgesamt die Einzelhandelsumsätze wieder rückläufig waren. Und seit langer Zeit mal wieder hier mit minus 0,3% auch die Online-Umsätze. Wir sehen hier, dass zum Beispiel es im Dezember einen massiven Einbruch gab. Das war genau zu dem Zeitpunkt, als die Aktienmärkte einbrachen. Hier sieht man also, dass die Amerikaner sehr eng relatiert sind mit ihren Aktiendepots. Als es dann im Januar mit den Aktienmärkten nach oben ging, dann schossen auch wieder die Online-Umsätze nach oben. Jetzt ist sozusagen trotz durchaus nahe der Allzeithochs agierender Aktienmärkte offenkundig die Stimmung nicht so gut unter den Konsumenten. Und das, obwohl die Banken, die berichtet haben, wie Bank of America, PNC hat heute berichtet, gestern JP Morgan, die sprechen alle über durchaus solides Kreditwachstum. Aber wir haben einige Merkwürdigkeiten eben mit den Konsumenten. Die Verbraucherstimmung wieder aufgehellt, aber dennoch scheinen die US-Konsumenten eben vorsichtiger zu werden. Wir haben jetzt, was den Aktienmarkt betrifft, beim S&P 500 das vierte Mal in 6 Monaten gesehen, dass der S&P eine Rallye gezeigt hat, dann 4% gefallen ist und jedes Mal dann wieder gestiegen ist, um innerhalb eines Prozentes zu handeln. Also dieses Flip-Flop, dieses Hoch-Runter, und wir sehen das vor allem, wie Sentiment Trader hier zeigt, vor allem die Tech-Werte irgendwie angeschlagen sind. Diese großen Tech-Werte wie eine Amazon, die sind nicht wirklich gut gelaufen in letzter Zeit oder in den letzten Monaten. Waren ja die Highflyer, waren ja die Aktien, die man haben musste. Amazon, wow, unendliches Wachstum. Dem ist nicht mehr so. Möglicherweise ist diese Tech-Story heute oder ist die schon beendet. Heute melden Netflix und IBM. Netflix werden Sie ab 22 Uhr bei Finanzmarktwelt genau verfolgen können, meine Damen und Herren. Schauen Sie da mal rein, das wird wichtig, denn Netflix ist ein bisschen so ein Sentiment-Indikator in Sachen Stimmung. Schauen wir uns noch folgende Grafik an, die ich Ihnen, oder zwei sogar, die ich Ihnen zeigen will. Hier sehen wir den Spread zwischen der US-5-jährigen Anleihe und der deutschen 5-jährigen Anleihe und der geht deutlich nach unten. Wir sehen derzeit auch, dass die länger laufenden deutschen Staatsanleihen in der Rendite wieder steigen, also etwas weniger negativ werden in der Rendite. Und jedes Mal, wenn wir sozusagen hier, wenn es nach unten ging deutlich mit dieser Renditedifferenz zwischen der 5-jährigen amerikanischen und der 5-jährigen deutschen, dann kam auch eine Rezession. Und in Sachen USA vielleicht noch folgende Grafik, die ich hochinteressant finde, nämlich die Steuerbelastung der Amerikaner. Hier sehen wir, dass die unteren 50% im Vergleich 1962 bis 2018 ihr Vermögen um den Faktor 1,5 gesteigert haben. Die nächsten 40% um den Faktor 3,5, die Top 10% um 3,5, die Top 1% um 4,7% und die Top 0,1% um 7,3%. Jetzt schauen wir uns aber mal die Steuerbelastung an. Da sehen wir hier, dass für die unteren 50% die gestiegen ist von 22,5 auf 24,2, für die nächsten 40% von 25,1 auf 27,6, während für die Top 10, Top 1%, Top 0,1% die Steuerbelastung deutlich gesunken ist. Das ist sozusagen das, was an Umverteilung passiert. Und Donald Trump hat heute wieder mal Erhellendes gesagt. Er hat nämlich hier klar gemacht, was Sache ist. Er hat gesagt, kauft doch gerne mal Aktien, ihr lieben Leute. Ich gucke jetzt mal, ob ich das finde. Das war es nicht. Jedenfalls Donald Trump heute mit der Aussage, dass er, finde ich jetzt nicht diese Grafik, dass er gesagt hat, also er wettet darauf, dass heute die Aktienmärkte steigen. Und gleichzeitig hat er gesagt, ja, Handelskrieg, wir werden wohl nicht vor meinem Treffen mit Xi Jinping im November in Chile bei dem APEC-Gipfel hier den Handelsdeal unterschreiben, aber wahrscheinlich eben dann. Das hat die Märkte ein bisschen nach oben gebracht. Also Trump hat vielleicht so ein paar Buddies, die da auf seine Signale hören. Wir werden sehen, ob das mal irgendwann nachweisbar ist. Schauen wir uns die Charts an. Was wir hier sehen, die Charts von Capital.com, by the way, was wir hier sehen, ist der Nasdaq, der heute schlechter läuft. Abstufung von Adobe, das könnte sozusagen jetzt das Muster sein. Tech läuft nicht so gut. Die Nebenwerte wie der Russell 2000, die gespickt sind mit regionalen Banken vor allem, die laufen besser. Die Fed hilft den Banken. Die Banken helfen der Fed und die Fed hilft der Regierung und Trump schmeißt das Geld unter die Leute, um seine Wiederwahl zu sichern. Das könnte das Motto sein. Schauen wir uns den Dow Jones an. Läuft etwas besser, 27.025. Wir sehen
den S&P 500 aktuell bei 2.990. Tut sich scheinbar nicht so viel, aber es ist dennoch ein spannender Handelstag, vor allem was den DAX betrifft. Der ist nach wie vor gut gestimmt, 12.664. Brexit-Headlines hin und her. Alles super, gestern noch, heute wird wohl nichts, dann wird vielleicht doch was. Jetzt auf jeden Fall Stand der Dinge, dass es in dieser Woche keinen Brexit-Deal mehr geben wird. Schauen wir uns Euro-Dollar an, 1,1082 kann jetzt deutlich zulegen. Der Dollar könnte sozusagen jetzt einen Wendepunkt gesehen haben mit den steigenden Renditen in den USA. Diese Story scheint vorbei zu sein, was den Dollar betrifft. Das könnte auch Gold helfen, 1489. Und wir sehen Crude Oil bei $53,76. Also, das ist die Lage. Wahrscheinlich hat Jerome Powell bei der Amtseinführung geschworen: Naja, ich werde auf jeden Fall den Amerikanern das Beste tun und werde die Wirtschaft unterstützen. Wenn ich die Banken unterstütze, unterstütze ich die Wirtschaft. Wenn ich das Leben auf Pump der Amerikaner weiter ermöglichen will, dann muss ich Folgendes tun: Ich muss einfach die massive Verschuldung, die Trump-Regierung hier betreibt, irgendwie finanzieren, sonst ist die Party vorbei. Wir sehen eben schon die ersten Knackpunkte bei den Konsumenten, die nicht mehr so wollen, wie man es gerne hätte. Da ist also möglicherweise schon eine Rezession direkt in Sichtweite und das können sich die Amerikaner nicht wirklich leisten. Heute hat Bob Pisani von CNBC gesagt: Wenn der Konsument schwächelt, dann ist alles finster. Das darf man sich nicht leisten. Dementsprechend die heutigen Zahlen vielleicht nur ein Ausrutscher. So Bob Pisani, ich wünsche das Allerbeste und bevor ich jetzt huste, da ist es mir noch passiert, sage ich Servus und ciao.